Im Moment habe ich 14 Tiere und das sind 9 Alpakas und 5 Lamas. Ich hatte noch 2 mehr, das waren Notfalltiere, die habe ich aber jetzt weitergegeben. Erstmal habe ich gedacht, oh, ich möchte Alpakas, die sind so niedlich und ich glaube, ich wollte die auch streicheln, weil die sehen ja aus wie Teddybären. Dann haben sie diese tollen Lippen, diese Augen, in denen man versinken kann, die sind so weich. Aber das war es dann gar nicht, sondern was mich dann im Nachhinein wirklich an diesen Tieren so fasziniert, ist, dass sie unglaublich sensibel sind. Sie spiegeln die Gefühle der Teilnehmer teilweise und nehmen Gefühle teilweise aus 500 Meter Entfernung wahr. Also es ist faszinierend und sie sind sehr, sehr stolz. Und wenn man sie einfach so lässt in ihrer Herde, in der sie hier ja jetzt sind seit 9 Jahren, die kennen sich ja seit 9 Jahren, dann macht es mir allein schon Spaß, diese Tiere stundenlang zu beobachten. Das ist einfach wunderbar. Also jeder, der genug Platz hat, kann Alpakas halten. Man sollte mindestens 3 Tiere haben. Und genug Platz sollte, also mindestens 1000 Quadratmeter für 3 Tiere sollte man schon haben. Und wenn man mit denen gewerblich was machen möchte, wie Spaziergänge oder so, dann muss man einen Sachkundenachweis beim Amtstierarzt machen. Hier war dann auch das Veterinäramt, hat das alles abgenommen. Also wenn man seine Tiere kennt, ist es eigentlich gar nicht so aufwendig. Man muss das Heu kaufen und einlagern. Man muss ihnen regelmäßig die Fußnägel schneiden. Das mag nicht jedes Alpaka und Lama, das ist also schon aufwendig. Ich habe da teilweise auch einen Pflegestand, weil ich meine Tiere ja relativ wild halte und nicht jedes Tier den Fuß hebt. Also manche Halter haben ihre Tiere so trainiert, ich mache das nicht, weil ich möchte, dass die so sind, wie sie sind. Dann müssen sie geschoren werden einmal im Jahr. Ja, und dann natürlich, der Tierarzt muss öfter mal kommen, weil dann ein Auge tränt oder. Also man muss sehr aufmerksam sein und gucken, was mit den Tieren so ist. Ah ja, auf dem Karmelitenhof bieten wir jeden Samstag fast Gruppenwanderungen an. Das heißt, das sind offene Wanderungen, wo jeder sich anmelden kann. Das sind dann circa 9 Personen, die mit 9 Tieren hier durch die schönen Wald- und Teichgebiete gehen. Vorher gibt es, das dauert so 1,5 bis 2 Stunden. Ich suche die Tiere immer so aus, dass sie zu den Menschen passen. Manchmal werden die Menschen auch von den Tieren ausgesucht. Das ist heute Morgen gerade passiert. Da hat der Chef sich jemanden ausgesucht. Und vorher sitzen wir immer hier noch bei den Alpakas und erfahren ein bisschen was über die Tiere. Das ist das eine. Dann machen wir schöne Abende in Stille bei den Alpakas im Stall, wo man auf Heuballen sitzt und die Tiere sich dann vielleicht zu einem legen. Das oder ich bilde aus in tierbegleiteter Naturtherapie, weil ich mit den Tieren zum Beispiel auch in der Jugendhilfe oder mit Menschen, die an Wendepunkten ihres Lebens stehen, arbeite und da gebe ich das Wissen dann an Therapeuten weiter, wie man sowas macht. Und wichtig ist dann dabei immer, dass die Tiere frei in die Arbeit eingebunden werden. Also das heißt, dass sie nichts tun, was nicht ihrer Art entspricht. Ich erfreue mich oder wünsche mir von den Teilnehmern, dass sie über diese Tiere so eine Verbindung zu Tieren und zu der Natur wiederfinden, weil die Leute kommen ja nicht nur hierher und haben Kontakt zu Alpakas und streicheln die, sondern sie gehen im Team mit einem Tier, das zu ihnen passt, durch die wunderschöne Natur hier, also durch Teichlandschaften, durch Wälder und da begegnen uns dann Pferde und Hunde und ein paar Hindernisse und da erlebt man gemeinsam auch sehr viel und das verbindet die Menschen. Und danach sind die meisten auch gar nicht traurig, dass man die Tiere zwar schon anfassen kann am Halfter, aber dass es eben gar keine Streicheltiere sind, sondern sehr stolze Tiere.